Und auf geht's. Auf geht's. Ein neuer Part, Human for Flat, mit dem Weihnachtszwergi, mit dem Weihnachtsprof und mit dem Weihnachtsmodi, mit dem Weihnachts-One-Punch-Man. Ja, okay, what the fuck? Das Ding schmilzt. Was? Tut das? Ja, wenn du es ins Licht ziehst, schmilzt der Block einfach weg. Licht. Ja, cool. Come to the dark side. So. Das ist eine echt coole Mechanik. Vielleicht passt das hier, vielleicht können wir so hoch. Ja, das passt. Der Block ist groß genug. Ja gut, wir haben den großen. Okay. Wo seid ihr? Wir sind noch unten. Ich bin hier oben. Hier brauchen wir, glaube ich, auch einen Block. Ich mag die Musik. Du musst einen Block hier hochwerfen. Was für eine Musik. Okay. Ich habe keine Musik. Ich habe keine Musik. Jetzt habe ich auch Musik. Schöne Nein, Musik. Das ist Wasser. Die brauchen wir, um da hochzukommen. Hier. Eisblock. Aber ich krieg das nicht durch. Ja. Das musste schmelzen, oder? Wir da durch müssen. Oder? Wir brauchen den Block, um da hochzukommen. Das heißt, wir müssen den erstmal. Müssen wir erstmal ein bisschen schmelzen. Hier zur Seite. Hier ein bisschen zur. Hier ein bisschen in die Sonne schieben, so zur Hälfte. So ein bisschen, damit es ein bisschen schmilzt. Ja, jetzt könnte man den durchkriegen. Wenn der ein bisschen dünner wird. Aufgestellt vielleicht. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Doch, das passt. Muss noch ein. Ah, passt. Sehr gut. Ich würde gerade sagen, muss noch ein bisschen geschwänzt werden, ja. Genau. Geschmilzt werden. Oh Gott. Tschüss. Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht. Was hast du gemacht? Ich bin gefallen. Perfekter. Das müsste reichen. Hinauf. Ich darf den Prof heute. Ich darf den Prof heute nicht zu sehr beleidigen, sonst kommt er rüber. Der sitzt nämlich gerade. Der sitzt nämlich tatsächlich gerade direkt neben einem. Der ist bei mir in der Küche. Wir haben heute für den Adventskalender ein bisschen was aufgenommen. Und ja. Deshalb ist der jetzt bei mir heute. Wirklich wunderschöne Musik, bloß bei mir ein bisschen leise. Hm. Oh. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich glaube, es war richtig. Du hast einen Checkpoint geholt. Ja. Und ich bin hier Vielleicht noch. Ich bin einfach nur random rumgesprungen. Ich bin noch hier unten. Auf jeden Fall sehr schöne Winterlandschaft hier. Das ist ja jetzt das. Man muss ja dazu sagen, das ist ja das Eislevel. Das ist das offizielle Eislevel. Also bringen wir ihn zum Abstürzen. Ja. Ja, das ist ja sogar ein reguläres Level, kein Steam-Workshop-Level. Muss man ja dazu sagen. Muss man mal dazu sagen. Ich fand das Level von unserer letzten Aufnahme so gut, ich habe jetzt die gesamte Parcours-Reihe. Okay. Runtergeladen, also da hätten wir auf jeden Fall noch Stoff für ein paar Folgen. Das können wir im nächsten Part weitermachen. Würde ich sagen, oder? Nicht im nächsten Part, sondern in der nächsten Aufnahme. Egal wie lange ich dieses Spiel spiele, aber ich werde es immer wieder witzig finden, wenn irgendwie ein Spieler neben einem einschlägt. Mhm. Und was machen wir hiermit? Mit dem. Dann den Eiszapfen schwingen und dich dran festhalten. Was für Eiszapfen? Dieses große Stein- oder Eisding hier da vorne. Mhm. Da, wo das Holz dran klebt. Ich schaukel ein bisschen. Ja. Okay, ich bin hier irgendwo gelandet. Vielleicht muss ich hier hoch, oder? Wo muss ich lang? Muss ich hier lang? Und weg ist er. Erledigt. Wo laufe ich jetzt hin? Ach so, hier bin ich. Ich bin zurückgelaufen. Oh, ja, das ist nicht so gut. Ach so, in die Richtung muss ich. Ja, hat kurz die Orientierung verloren. Wieder ein Werner-Zitat. Werner eiskalt. Aber schön gemacht, die Map.
Außerdem stand irgendwas in der Beschreibung davon, dass man snowboarden kann und da bin ich schon derbe hyped drauf. Huha! Verdammt. Snowboards gab es, glaube ich, auch in irgendeinem Community-Level. Wahrscheinlich haben die es einfach geklaut. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Halleluja. Ah, wir müssen das Eis hier draufstellen, damit wir da als Aufzug hochkommen, oder was? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich hüpfe hier einfach nur komisch in der Gegend rum auf dem Aufzug. Die Tür geht nicht auf. Also wir haben auf jeden Fall einen schattigen Weg bis dahin. Eisblock. Eisblock, Eisblock, Eisblock. Eisblock. Weg ist der Eisblock. Ich hab ihn. Er schmilzt. Es schmilzt. Es schmilzt. Okay, ich halte den Aufzug nach unten, oder du, und jemand anders stellt... Oh Gott. Ja. Ich habe hier einen schmilzenden Eisblock. Was soll ich damit tun? Mit dem Schmilzenden glaubt nichts mehr. Ja, ich habe hier den ganzen. Hübsch. Ich habe eine kleine Eisplatte. Steck bei deinem einfach einen Holzstiel rein und hab deinen Spaß damit. Nuckel ein bisschen dran. Ja, bin ich dabei. Ich hätte es noch ein bisschen in die Sonne, damit es zu Ende schmilzen kann. Ah, pupp. Und schieb jetzt den Eisblock dahin. Was macht ihr denn hier? Das ist eine gute Frage. Prof, Modi. Halten. Hängt da bei mir irgendwie ein bisschen, ach so, unten ja, halten. Natürlich, weil ich den Eisblock hier drauflegen wollte. Okay. Komm. Dann mach mal. Ja. Und hoch. Okay. Und den anderen müssen wir benutzen, um auf den Aufzug zu kommen, oder was? Aha. Das macht zumindest... Meinst du? Da zieh. Zieh, Modi. Ja, stell lieber in Schatten. Ja. Okay, so könnten wir es vielleicht noch schaffen. Ja. Ist ein bisschen geschmolzen. Und? Das finde ich ja krass. Und also das, oben. Das mit den Eisblöcken, das gefällt mir. Ah, okay. Neue Spielmechanik. Das können sie gerne auch an andere zukünftige Levels, reguläre Levels reinbringen. Machen, desto mehr können natürlich auch in Community-Leveln umgesetzt werden. Naja, wir hatten ja dieses eine, bei dem Eis durch Feuer schmilzt und das ganze Zeug. Ich komme hier also, nicht hoch. Da kann ich auch eigene Mechaniken einbauen. War ja noch nicht. Das ist ja das Problem. Ja, wir können aber für die Zuschauer so tun, oder? Ja, aber auch das war auch noch nicht in den Das war auch noch nicht. Das Video wird hier bei mir wahrscheinlich Mitte Dezember rauskommen, also zweite Adventswoche. Also wird noch nicht viel mit, also Weihnachten war noch nicht. Meistens nicht fett in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, sondern in der Zeit zwischen Silvester und Weihnachten. Ja. Ah. Snowboards. Snowboards Prof kommt dazu. Okay, ich bring mich mal schnell um. Ich hab ein blaues Snowboard. Cool. Ich will kein blaues Snowboard. Ich will ein rotes. Nee, es gibt nur blaue und rote. Da können wir in Teams fahren. Rot gegen blau. Also man kann auf jeden Fall... Oh, nice! Also das ist eine richtig coole... Das ist nice. Das könnte man wahrscheinlich noch mit Prof rammelt einfach gleich die Skateboards rum. Snowboards. Prof rennt einfach gegen und rammelt schon um. Juhu! So fahre ich auch immer Snowboard. Oh Mann. Das glaube ich. Kann einer von euch... Let's go! Ich bin schon unterwegs, Leute. Ja, Skifahren kriege ich auch noch hin, aber Snowboard. Juhu! Ich bin schon drüben. Au! Ich auch so irgendwie! Und wie komme ich jetzt hier wieder runter? Oha! Oha! Kann man die irgendwie wieder loswerden? Das gibt einen Skiunfall. Nicht mal ausnocken hilft, Gott verdammt! Oha! Ich hänge hier an der Kante. Okay, ich bin irgendwie. Freunde. Was hochziehen kann oder so. Freunde, Hilfe. Was? Oh mein Gott. Ich hänge hier mit dem. Ich hänge hier. Fest. Na gut, ciao, okay. Ciao. Oh, ich bin gestorben. Ich hab den Ski los. Das Skateboard. Ich bin gestorben. Ihr müsst, glaube ich, mal sterben. Ja,
Du müsst sterben, um den loszuwerden. Ein Snowboard ist auch nur ein einzelner Ski. Weisheiten vom Prof. Oh, aufwärts. Hey. Es geht aufwärts. Wie hoch kann man damit denn kommen? Höher, ganz hoch. Könnt ihr bitte wieder runterfahren? Nö. Gut, dann halt nicht. Dann kletter ich Ups. Halt. Ich hab einen Checkpoint. Ich komm schon alleine wieder runter. Ich hab einen Savepoint. Du kannst dich einfach umbringen gehen. Nee, ich bring mich nicht sinnlos um. Nicht? Schade. Eine Kiste. Wer macht denn da in Discord die ganze Zeit Lärm? Badup, badup, macht's bei mir. Die ganze Zeit. Wer schreibt denn da? Oh, die kann man runterdrücken. Ich weiß nicht, wie man schreibt. Da kann man auf der anderen Seite hoch. Aha. Ah, okay. Bleibt man drauf stehen. Ah, da kannst du die Kiste draufstellen. Ah, ja, okay, der Österreicher Kiste. Hat geschrieben. Kommt damit dazu oder was? Nee. Es dürfte eigentlich bei uns im Voice nicht hörbar sein. Wow. Mir ist es hörbar. Kiste bleibt drauf stehen. Bei mir macht es jedes Mal, wenn jemand schreibt. Ja, gut. Wenn ich das zocke, schaltet er automatisch Benachrichtigungen aus. Und hoch. Man muss sich dann ein bisschen beeilen, weil sonst. Ja. Sonst geht das Ding runter. Also ich bin hoch. Ich komm hoch. Ha! Und. Bleib drauf stehen, Prof. Und. Tu ich. Ich bin oben. Der Prof. Der Prof kommt nach. 1903. Aha. Sehr gut. Aha, hier ist nichts. Hier sind Steine. Das ist eine abgefragte Wohnung. Ein Dings. Ein Dings ist das. Ich glaube, wir müssen eher auf die andere Seite. Aha. Ah, dann geht das hoch. Ja, vielleicht kann man hier. Vielleicht kann man hier hoch. Ja, die Kiste draufstellen und dann über die Sache hier hoch. Yep. Auf die andere Seite, Motti, auf die andere. Oh. Oder? Ich würde sagen, wir müssen hier hoch. Nee, oder? Hier unten ist ja auch noch ein anderes Gegengewicht. Wo müssen wir denn jetzt lang? Das ist die große Frage. Die große Preisfrage. Ich glaube, auf beide. Und dann stellen wir hier drauf, dann können wir erstmal nach drüben. Ups. Hm. Weihnachtszwecke unterwegs. Weihnachtszwecke zu the Rescue. Ah, jetzt können wir irgendwas von unten hochschieben. Aha. Ah, Kiste vielleicht? Ah, der Prof kann hochgeschoben werden. Ja. Prof, bleib mal unten. Ja, komm mal mit hoch. Ja, hab ich vor. Perfekt. Prof, kommst du hoch? Verdammt, daneben gesprungen. Scheiße. Und jetzt? Und du? Was bringt das jetzt? Ja, ich aber oben. Also nicht oben, aber das Gewicht ist oben. Aha. Was hat es jetzt gebracht? Gehen wir mal auf die andere Seite. Kiste holen. Vielleicht bringt die andere Seite mehr. Wollen die Kiste auf die andere Seite stellen? Könnte das was bringen? Was machst du so, Modi? Was machst du gerade? Im Moment nicht wirklich was. Einfach rumlaufen. Verdammt. Ich mach zumindest nichts Produktives. Also wie immer. So muss das sein. Kiste drauf stehen lassen, Modi. Hops. Ja, ich stell mich nur auch drauf. Das ist gut. Dann kann ich hier rüber. Hops. Oh. Und ich bin drüben. Und wir haben hier ein Brett. Perfekt. Ich hole das Brett mal runter.
Oder müssen wir auf das Brett? Nee, das Brett. Das müssen wir hier runterholen. Jo. Irgendwie brauchen wir das da unten. Modi schiebt's runter. Ja. Vielleicht brauchen wir es da drüben. Auf der anderen Seite, auf dem anderen Dings. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Hier ist es nur dunkel. Nichts los hier. Also da drüben ist unser Anfangsgebiet. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder unten. Okay. Hier geht ein Gewicht hoch und runter. Vielleicht können wir hier hinter durch. Nee, hier gibt's auch nichts. Ach, ist doch logisch, wir müssen das Brett oben hin machen und dann können wir auf den Berg oben drauf zu den Bäumen. Ah, okay. Na dann. Schieb das Brett hier drauf. Und ich nehme die Kiste runter. Weg. Nee, die Kiste, das Brett muss ja erstmal. Das Brett muss erstmal auf die Kiste, da wo die Kiste gerade ist. Oder? Ja, nicht zwingend. Wir können es uns ja gegenseitig hochreichen. Ah, verdammt. So. Das Brett ist da, das Brett ist in dem Seil drin. Ja, gut. Soll das so? Falls das geht. Ich bin hier. Ja, ich versuch's. Aber die Latte will nicht so, wie ich will. So ist Aha. das im Leben. Ich lieg hier schon mal. Ah, verdammt! Uha, fast runtergefallen. Nein, mein Genick ist einfach nicht stark genug. Tja. Versuch sie mal aufzustellen. Versuch sie mal. Oh Mann. Längs aufzustellen. Wenn ich so heb, kommst du ran? Nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Na gut, Moment. Wenn ich's. Dann Ach, verdammt. So Jetzt komme ich ran. Ja, Mensch. Vielleicht stelle ich mich. Vielleicht stelle ich mich erstmal auf diese Kiste hier oben. Da kannst du mir hochreichen. Vielleicht kann ich von hier aus. Jetzt ziehe ich die Kiste hoch, aber gut. Wuhu, ich hab's auch mal prinzipiell. Willkommen oben. Weh, ups, bin runtergefallen. Nee. Ich höre den Prof leise in der Küche lachen. Moment, ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir das Brett einfach versuchen hochzuschieben über den Stein? Das wäre eine Möglichkeit. Oder man. Sekunde. Ich habe die Lösung, Modi. Ja? Hier hinterm Haus. Da gibt es doch den Stein, wo wir drauf springen können. Können wir vielleicht runterbringen. Vielleicht können wir das durch den Fahrstuhl. Nee, ich glaube nicht. Prof ist da unten. Einfach mal den Stein als Rampe zu benutzen und dann hochzuschieben, oder? Nee, das bringt nichts. Seltsam. Hau. Könntest du bitte von dem Brett runter? Ich versuch's. Ich nehm's dir oben entgegen. Kopfkratz. Kannst du's nehmen? Ich versuch's. Ich kann es nehmen, aber dann ist das wieder unten. Okay, gut, dann richte ich es aus und. Alles klar. Okay, Moment, einer von uns muss hoch. Tu ich. Ha, Prof. Finger weg. Das war bei deinen Armen, du hast mich festgehalten. Ich habe niemanden festgehalten, beide Arme sind an diesem Brett befestigt. Ja, ja.
Das sagt er. Verdammt. Das sagt er so einfach. So, oben bin ich schon mal. Kannst du es minimal weiter hochschieben? Ich bin mal gerade hinten rumgegangen. Ja. Ein Kandidat fürs Thumbnail. Komm schon. Ja, ich hab's. Ah, verdammt. Das Brett ist oben. Sehr gut. Sehr gut. Okay, da kommt mein sächsischer Dialekt durch. Noch mal machen. Nur mit der Gefahr, dass das Brett komplett runterrutschen kann. Da kommt mein nicht vorhandener sächsischer Dialekt vor und durch. Sehr gut. Sächsisch. Das Ding ist unten. Steinblock unten fest. Das macht keinen Sinn. Dann drück den mal nach unten. Wir brauchen vielleicht die Kiste. Ja, wir brauchen die Kiste drunter. Wir könnten die Kiste unter den Block stellen. Das wäre eine Idee. Oh, dann wäre er oben. Das Bett fällt vielleicht gleich. Nein, nicht. Dann nimm's mit. Ich kümmere mich hier gerade um die Kiste. Die könnte man da drunter stellen. Dann wäre das konstant oben. Wir haben unten eine Kiste. Meinst du? Ich sehe sie von hier. Hier könnte man eine Kiste drunter stellen. Na komm. Ich krieg die Kiste da nicht durch. Na komm. Okay, ich habe es verdammt wie geschafft. Ich bin unten. Oh, das könnte gehen. Ich bin ganz unten. Bin wieder bei dem Rätsel. Kacke. Okay, ich bräuchte jetzt jemanden, der den... Nein, verdammt! Naja, egal. Was? Nichts Relevantes. Was ist passiert? Ich bräuchte jetzt jemanden, der den Block runterdrückt. Ich bin hier gerade hier noch... Den unteren. Ich bin unten. Ganz unten. Ja, dann gut, dann drück den Block unten rechts runter. Nee, wo die Kiste neben liegt. Den hier? Der noch oben steht, ja. Mach ich. Ja. Geht da. Kommst du rauf? Ich bin drauf. Okay, da steht perfekt. Auch eine. Jetzt habe ich auch eine Kiste, die ich da drauf stellen kann. Ah, verdammt! Okay. Wie gesagt, ich habe sowas Ähnliches wie geschafft. Ach, verdammt. Nein! Das reicht. Ich bin wieder runtergegangen. Ich bin eine Stunde und ich bin oben. Und in der nächsten Folge. Verdammt, bleib unten. Kommst du her, Kiste? Draufstehen. So. Also, es ist eine gute Wand, da kann man echt gut klettern. Die Kiste erledigt's. Und was macht das jetzt? Wir hätten theoretisch das Brett jetzt benutzen können, um hochzuspringen, aber. Ich war nicht schnell genug. Mhm. Aber ich bin fast oben. Vielleicht noch so 10. Hallo, das Brett steht doch da, wo es sein soll. Verdammt. Und ich bin oben. Sehr gut. Save Point. Kein Save Point. Was? Save Point. Ich geh mich umbringen. Ein Turm oder eine Mauer oder sowas. Juha. Hi, Prof. Hui. Die together. Hallo. Ich wink euch. Jo. Nee, tust du nicht. Da komm ich. Moin. Zwerge auch nicht. Oh. Ich hab gesehen, wie ihr euch umgebracht habt. Aha. So ist das Leben. Ich versuch's mal hier rüben. Ah. Moment. Vielleicht müssen wir hier drüben was machen. Das hier knackt. Aha. Wozu ist das hier da? Was mache ich hier drüben? Wahrscheinlich brauchen wir einen Stein oder sowas. Hier ist aber kein Stein.
Hier ist nur Abgrund. Hier ist nur Schlucht. Kann man vielleicht einfach einen Stein rausziehen? Nö.